Kinders, willkommen zurück zu Clash Royale, dem besten Spiel aller Zeiten. Oh mein Gott, ohne es sarkastisch zu meinen, aber es ist doch wahr. Komm, geben wir uns wieder heute den 10-minütigen Abfuck unseres Lebens. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich bin schon besonders stimmungsgefickt, weil ich jetzt schon den dritten Part hintereinander aufnehme. Gehört euch das mal. Der dritte Part hintereinander. Also ich glaube noch ein Part und ich explodiere einfach. Vor Ausraster. Es ist einfach so. Ich glaube, so ein weiterer Part, den ich noch aufnehmen müsste, und der würde mich killen. Ich nehme es momentan sehr auf Vorrat auf, weil ich einfach keinen Bock habe, jeden Tag einen Part aufzunehmen. Nehme ich doch lieber an mehreren Tagen einen Part auf. Und ja. Ne? An mehreren Tagen ein Part mindestens natürlich, ne? Ich meinte damit auch natürlich auch, ich nehme ein Part mindestens auf und na, der Rest ist halt so, wie es kommt, ne? Wenn ich jetzt mal Bock habe, so das Spiel mehr auf Vorrat aufzunehmen, damit ich das auch schneller fertig habe, damit ich es schneller hinter mir habe, dann mache ich das. Soll mich doch nicht jucken, weißt du? Hauptsache, ich habe das Projekt schnell aufgenommen, weil ich habe halt echt mehr oder weniger keinen Bock mehr. Ich will es beendet haben. Es reicht mir momentan einfach langsam so. Ich kann es nicht mehr spielen. Es macht mir einfach keinen Spaß. Ich prügel das gerade nur noch durch, bis ich hier durchkomme. Bis ich bei der 100 bin. Der Rest ist mir halt Jacke wie Hose, Latte wie Macchiato. Sucht euch weitere randomischen Wortbezeichnungen dafür aus, ja. Danke. Renn zur Kanone, du Arschloch. Wir wissen aber, ich glaube, ich kann ihn gut um den Finger wickeln. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn umgarnen kann. Es sei denn, der Typ legt wieder eine Lakan, oder? Dann bin ich im Arsch. Und ich werde jetzt erst recht im Arsch sein. Was macht der Typ da? Ich glaube, ich spiele gegen einen richtigen Spasti. Wenn ich jetzt gerade ein bisschen defensiver bin. Ich weiß, dass ich der Stärkere von uns beiden bin. Ist mir klar. Aber es klappt wieder nicht. Weil tausende Sachen wieder gesetzt werden, dann kommt man wieder nicht durch, so wie es halt immer der Fall ist. Ich liebe diesen Scheiß. Ich liebe es. Kann ich auch sehr viel gegen machen, natürlich. Klar. Ist klar. Ne? Ich hätte sie einfach laufen lassen können, weil der Wichser sowieso jetzt den macht. Weißt du, wie ich meine? Es ist einfach kein Durchkommen. Es ist traurig, ne? Es ist halt wirklich traurig, wie da einfach kein Durchkommen ist. Ne? Also manche Leute können es oder können es halt nicht, aber der kann sich extrem gut hinten reinstellen. Der schafft es einfach. Also da sieht man, der hat auf jeden Fall das Fach studiert. Ne? Also der hat auf jeden Fall schön in den Wikis nachgeschlagen. Ne? Merkt man direkt. Also der Typ, der hat auf jeden Fall schon mal in den einen oder anderen Clash Royale Wikis reingeguckt. Der weiß, wie man sich zu verteidigen hat. Ne? Der weiß, wie man sich gut hinten reinstellt, sodass man überhaupt keine Chance hat, da reinzukommen. Ah, das ist cool. Das macht echt Spaß. Das ist echt schön. Ah, richtig gut. Bestes Spiel überhaupt. Macht immer am meisten Bock. Naja, Kinders, ich nehme es halt momentan noch Vorrat auf. Ich, wie gesagt, drei Parts heute schon und ich will es einfach weg haben. Ich will es von der Seele haben. Ich direkt nach Part 100 deinstallieren, weg, Ende. Ohne nochmal groß in den Clan reinzugucken, weg. Ich werde auch wahrscheinlich den Clan verlassen. Dementsprechend können die Leute, die auch im Clan sind und nicht wissen, wo sie hin sollen, auch den Clan verlassen, weil es hat ja keinen Sinn. Warum, was soll ich
Was wollt ihr denn klar machen, wenn da nichts ist? Ja, wenn da keine besondere Stimmung mehr herrscht. Ihr könnt gerne noch im Clan bleiben, aber ich finde, dass der Random Army Clan einfach keine Funktion mehr hat. Der hat keinen Nutzen, der hat keinen Sinn. Der ist unnötig. Ne? Da muss man jetzt nicht noch irgendwie umhertrauern. Wie gesagt, eventuell irgendwann in einem halben Jahr oder sowas bekomme ich Bock auf wieder, wenn ich wieder übertrieben Bock auf das Spiel bekomme, sei es jetzt in einem halben Jahr oder sowas, dann werde ich einen neuen Account machen. Da werde ich wieder von Null anfangen und dann gucken wir mal, ne? Aber so an sich denke ich mir jetzt erstmal, ich brauche Urlaub von dem Scheiß, weißt du? Ich brauche einfach Urlaub. Was soll ich machen? Soll ich mir jetzt weiter die Kugel geben? Auf heile Welt machen und irgendwie das Spiel spielen, obwohl ich genau weiß, dass ich es jetzt momentan nicht spielen kann, weil es mich einfach übertrieben abfuckt. Ja? Momentan macht mir das Spiel auch keinen Spaß, weil es einfach so abfuckend ist, aber es würde mir Spaß machen, wenn ich nicht ständig irgendwie so Spasten als Gegner bekommen würde, die mich einfach übertrieben demotivieren und abfucken. Die Wichser. Die Muschis. Dementsprechend wisst ihr ja Bescheid. Da würde es hier halt nicht so Untermenschen geben, die mich dahingehend abfacken, würde ich jetzt auch nicht sagen, Alter, ich höre auf damit. Das erinnert mich auch gerade so ein bisschen an so einen Schritt, den Musician getan hat, ne? Musician hat nämlich auch mal mit Animal Crossing aufgehört, weil er darauf überhaupt keinen Bock mehr hatte. Die Situation war wahrscheinlich die gleiche wie bei mir, nur dass er halt weniger abgefuckt war. Ich denke halt eher, er hatte keine Motivation mehr. Aber es führt im Endeffekt auf selbe hinaus. Ich habe auch keine, so gut wie null und Motivation auf dieses Spiel hier. Ist ganz einfach so. Ja, ich habe einfach wirklich kaum noch Motivation für dieses Spiel. Ich versuche mich gerade bis Part 100 durchzuboxen. Und der Rest soll mir egal sein. Der Rest juckt mich nicht. Ja, ich sag mir, komm, für die Leute, die es noch schauen möchten und bis Part 100, bitteschön. Aber danach bin ich halt echt wirklich Ende. Dann ist vorbei. Dann ist Ende im Gelände, meine Freunde. Meine Kinderchen und Freunde, hallo. Dann ist Zappenduster. Also bye. Ja, das ist halt so das Ding, ne? Also ich versuche das gerade so auf einen Zweig zu bringen wie Musician. Weil der halt auch mal in Animal Crossing total die Motivation verloren hat und halt gesagt hat, ey, Leute, ich kann nicht mehr. Ich brauche Pause. In der Situation bin ich auch jetzt gerade. Na, aber das Ding ist halt so, die Leute oder die Abonnenten oder die Leute, die sich Abonnenten nennen, aber keine sind, weil es einfach Untermenschen sind, weil es Schmocks sind, die halt ein nur schauen wegen dem Spiel. Ich habe es auch schon seit Parts gesagt, ich wiederhole mich dahingehend auch, aber mein Gott, man kann es aber auch nicht oft genug sagen, dass diese Leute, die einen nur wegen dem Projekt schauen und nicht wegen der Person an sich, Schmock sind. Es ist einfach so. Ne? Es sind Untermenschen. Sagen wir es auf Deutsch. Riesige Untermenschen. So, versuchen wir hier mal den Schaden soweit es geht zu verringern. Ah, die Mistgeburt, das war klar. Ja, wir machen aber jetzt mindestens genauso viel Schaden, wie er bei uns gemacht hat, oder? Nicht? Ja, fast. Komm, wir greifen weiter an. Komm, wir machen weiter. Warum sich jetzt wieder zurückfallen lassen? Ne? Na, aber das ist halt auch bei Musician das Problem gewesen. Dass, der Punkt... Der Punkt ist einfach folgender. Musicians Kanal wurde einfach gekillt, als er gesagt hat, ey, ich kann kein Animal Crossing mehr bringen. Geht nicht. Das hat seinen Kanal getötet. Da war vorbei.
Da haben die Leute in Massenströmen sie abonniert. Und das werden die Leute bei mir in Patronat auch tun. Aber ich sag mal so, ey, weißt du, ich habe täglich so einen hohen Wachstum, da kann ich sowas gut kompensieren. Das ist mir scheißegal. Sollen die Leute halt gehen, ne? Ich meine, ist ja nicht so, als hätten wir noch Clash of Clans vor uns, oder? Als würde ich nicht noch Clash of Clans spielen. Die Leute haben einfach so einen Tunnelblick und sage ich so, oh, Clash Royale, der Rest ist mir scheißegal. Oh, Clash Royale. Die gehen dann irgendwie in den Browser rein, in den Internetbrowser, suchen Random Kai. Oh ja, die geile Sau. Und was sehen die dann? Oh, Clash Royale von Random Kai. Alles andere sehe ich nicht. Da sind große Fragezeichen im Thumbnail. Ah, da ist ja Clash Royale. Schon gekennzeichnet, weil alles andere hat ja Fragezeichen. Tunnelblick-Style. Und schauen sich den Part an. Und fühlen sich anscheinend gesättigt von dem, was ich da mache. Oder denken sich so, oh, das ist scheiße. Aber egal, ich guck morgen wieder rein, weil ich so geil bin. Oh! Was soll man sich da denken, Alter? Ohne Scheiß. Nee, jetzt mal ohne Witz, ne? Die Leute gehen auf meinen Kanal, die mich halt nur wegen dem Spiel abonniert haben. Die gucken auf den Kanal vorbei, sehen Clash Royale, gucken sich das an, bewerten das nicht, bewerten es negativ, aber positiv niemals. Das ist halt so das Starter-Pack für die ganzen Unterschmucks, ne? Gucken sich den Part an, denken sich dann, oh ja, er spielt schlecht, ich spiele gut, das hat mich gesättigt. Jetzt würde ich gerne nochmal meine Scheiße essen. Guten Tag. Weil ich ein Stück Scheiße bin. Nom. Egal. Ich gucke halt täglich nur ein Part Clash Royale von Kai, weil er so ein Spasti ist. Ich habe ihn nur abonniert, weil er Clash Royale macht, aber ich hasse ihn. Aber ich guck's mir trotzdem an. Kann man das irgendwie vergleichen? Mit irgendeiner Scheiße? Warte mal. Gucke ich zum Beispiel einen YouTuber, wenn ich ihn hasse? Nur wenn ich mich über ihn lustig mache oder sowas. Aber ansonsten nicht. Oder halt so, weiß ich nicht. Kann man das hier mit AsiTV vergleichen? Die Leute gucken mich, weil sie es für AsiTV halten und sich denken so, oh, ich bin was Besseres als er in Clash Royale, deswegen muss ich mich über ihn lustig machen. Keine Ahnung, lasst die Schmocks reden, ist mir scheißegal. Kinders, wir beenden den Part. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein. Ciao!